Also, wir machen dann weiter mit der Klausur hier. Und wie schon gesagt, heute können wir zum Beispiel mit Aufgabe 3 hier. So, Aufgabe 3. Sagen wir da ein statisch bestimmtes System und gesucht ist eigentlich die Einflusslinie der Normalgraph an der Stelle M. Das System ist statisch bestimmt, schon hier. Also ein einziger Körper, ein Festlager, ein Loslager, statisch bestimmt. Wir untersuchen die Normalgraph an der Stelle M, das heißt an der Stelle M löse ich einfach die Bindung, die da vorhanden ist. Ich löse Normalkräfte an dieser Stelle. Ich setze dann ein Normalkraftgelenk ein. Und ich befinde mich dann mit einem System, der auf jeden Fall kinematisch ist. Es war statisch bestimmt, es war n gleich 0, also genau. Und wenn ich dann eine Bindung löse, wird das System auf jeden Fall kinematisch. Die Lösung der Einflusslinie hier. Die Bestimmung der Einflusslinie wird dann mit Hilfe des Pol-Planes gemacht. Ich definiere zum Beispiel, in welche Richtung meine Normalkräfte früher gewirkt haben. Sagen wir mal, auf dem oberen Stab hier wäre es nach unten gerichtet, auf dem unteren nach oben. Also ganz normal, wie Normalkräfte im Prinzip angenommen sind, als Zugkräfte erstmal. Und ich muss dann für Schiebungen Engin-Gesetz setzen. Mit Delta, sagen wir mal, 1 und Delta 2, so dass die Summe der beiden, Delta 1 plus Delta 2, 1 ergibt. So, erstmal, wie bewegen sich die Körper? Hier ist Körper 2, hat da sein Hauptpol 2, 0. Da ist Körper 1. Auf dieser Linie hier sollte 1, 0 liegen, das ist dann ein geometrischer Ort für 1. Hier haben wir einen Nebenpol, 1, 2, der im Unendlichen liegt, in dieser Richtung. 1, 2 im Unendlichen. Was heißt 1, 2 im Unendlichen? Das Phi 1 gleich Phi 2. So, wenn 1, 2 im Unendlichen liegt, darf ich jede Parallelgerade, jede Gerade so ist eigentlich eine Gerade, die durch 1, 2 läuft. Ich lasse dann eine durch 1, 2 laufen und durch 2, 0, also eine Gerade, die so läuft, ups, läuft sowohl durch 1, 2 als auch durch 2, 0 und auf derselben Gerade sollte 1, 0 liegen. Also das ist auch in G1 und dieser Schnittpunkt hier ist 1, 0. Also Siopolpläne, hier nehme ich mal an, dass wir schon weiß, wie man eigentlich eine Polplankonstruktion durchführt. Ich habe ein Video dazu, das heißt Polplan, also Baustatik Tutorial, Polplan oder so. Genau, 1, 0, 2, 0 haben wir, damit können wir genau sagen, wie sich jeder Körper bewegt. Die Punkte von Körper 2, dieser hier, wie bewegt er sich überhaupt? Der Punkt kann sich nicht vertikal nach unten bewegen, weil hier ist 2, 0. Dieser Punkt hier kann sich nur waagrecht bewegen, nicht vertikal. Also damit er sich überhaupt vertikal bewegt, sollten wir eine Dehnung haben. Es ist aber nicht der Fall hier. Wir sind in der Polplankonstruktion, wir haben keine Dehnungen, keine Durchbiegungen, wir haben keine Drehungen von Stäben. Also Delta 2 muss 0 sein. Die Verschiebung Delta 2 kann nicht auftreten. Sie muss 0 sein. Wenn Delta 2 0 sein muss, das heißt, dass Delta 1 1 ist. Okay, und wenn Delta 1 1 ist, können wir dann bestimmte Sachen schon berechnen. Delta 1 ist dann 1, muss 1 sein, Delta 2 muss 0 sein. Ne, also Delta 2 muss 0 sein und Delta 1 ist voll daraus, dass Delta 1 1 ist. Besser so. Und genau, wir wollen dann die Verschiebungsfigur einzeichnen. Und wichtig für uns hier sind Verschiebungen senkrecht zur
Falls jemand in Richtung der Wanderlast, unsere Wanderlast läuft. Hier so bis hier, dann es wandert eigentlich, also wie hier gezeichnet, ich brauche es eigentlich nicht extra machen und läuft bis hier, das ist unsere Wanderlast. Also eine Verschiebung von 1 vertikal hier. Was heißt eine Verschiebung von 1? Ich muss erst mal wissen, wo ist überhaupt dieser Schnittpunkt hier. Ich habe die folgenden Maßen gegeben. L so, L hoch, L noch in dieser Richtung und wieder L hoch. Das heißt, das da ist 45 Grad. Senkrecht dazu, hier 90 Grad. Das heißt, an dieser Stelle hier, das ist bei L, ja, es ist nicht so, ist ganz maßstabgetreu gezeichnet. Aber L wäre da, der Punkt wäre eigentlich nochmal bei L und der hier bei L. Und die, also Unterschied hier wäre von da bis hier L und von da bis da auch L. Genau, das wäre grundsätzlich der Schnittpunkt. Können wir eigentlich noch rechnerisch beweisen. Ja, die Verschiebung von 1, die da auffällt bei Delta 1, wir wollen die benutzen, um Phi 1 zu bestimmen. Wie groß wäre dann Phi 1, wenn ich vertikal eine Verschiebung von Delta 1 kriege, mit Delta 1 gleich 1? Ich muss einfach diese Verschiebung Delta 1 dividieren durch die gesamte Länge hier, die dann 3L ist. Und da habe ich mein Winkel Phi 1. Phi 1 ist 1 durch 3L. Wenn Phi 1 1 durch 3L ist, dann ist es auch Phi 2, weil 1 2 im Unendlichen liegt. Das heißt, Phi 1 muss Phi 2 sein. Damit habe ich einen Winkel und ich kann dann Verschiebungen rechnen. Also, welche Verschiebung tritt dann hier auf am Punkt 2 in horizontaler Richtung? Die Knoten kann ich mir mal nähen, also Knoten M. Okay. Die Verschiebung Delta HM. Ah, wie hoch ist überhaupt die Verschiebung? Phi 1. Delta 1 nach oben, also Phi 1 ist im Gegenuhrzeigersinn. Phi 1 ist so. Das heißt Phi 2, Phi 2 gleich Phi 1, also es ist auch im Gegenuhrzeigersinn, also eigentlich so, auch so. Der Punkt bewegt sich dann eigentlich nicht nach rechts, sondern nach links. Gut. Mit Phi 2 dreht sich rund um den Propus 2,0. Der andere hier. Der hier dreht sich auch mit Phi 2 nach oben. Und da sind zwei Verschiebungen, die uns interessieren. Die Verschiebung Delta HM von Göbel 2. Die Verschiebung Delta V4. Genau. Wie groß sind sie? Delta V4 ist einfach L Abstand zum Hauptpol mal den Winkel L mal Phi 2 gleich L mal 1 durch 3L, also ein Drittel. Delta HM von Körper 2, also warum sage ich noch 2? Weil wir haben zwei Teile beim Querkraftgelenk. Für denselben Knoten haben wir einen Teil, der zu Körper 2 gehört, und einen anderen Teil, der zu Körper 1 gehört. Und Delta HM. Die Verschiebung in vertikaler Richtung ist 0. Wir haben aber nicht gesagt, dass die gesamte Verschiebung dieses Punktes hier 0 ist. Er kann sich nicht nach unten verschieben, ja, aber es verschiebt sich trotzdem, weil der Gesamtkörper dreht sich und dieser Punkt ist kein Hauptpol oder so. Also er bewegt sich schon. Delta HM2 gleich Abstand zum Hauptpol, also L mal Phi 2, gut. Also wieder ein Drittel nach links. Was brauchen wir noch? Die Verschiebung von dem Punkt, also Delta HM, aber von Körper 1 gesehen. Delta HM1, was brauche ich dafür? Grundsätzlich von 1, 0
ausgegangen brauche ich dann, ich zeige es mal hier zur Seite. Also, was wäre einerseits L unten, L, L nochmal und dann von da 2L hier, okay. So, 1,0 ist hier. Der Punkt hier hat eine Verschiebung Delta 1 von 1 nach oben gehabt. Damit haben wir Phi 1 gekriegt. Okay, gut. Jetzt will ich wissen, wie er sich überhaupt nach rechts bewegt. Dafür brauche ich nur den senkrechten Abstand zwischen die gesuchte Verschiebungsrichtung, und zwar die waagrechte, und mein Hauptpol 1,0. Es wäre L die Länge und die gesuchte Verschiebung ist die hier. Also seht nochmal Polpläne und beziehungsweise Einflusslinie, die Theorie zur Einflusslinie haben wir haben es dort gesehen. Also Delta M1 denn ist L, es wäre wieder dieser Abstand L, L mal, ah Moment, ups, es ist nicht L, ich habe da einen Fehler gemacht. Ja, bei Delta M2 auch habe ich L eingesetzt. Ne, es ist nicht L, es ist L halbe. Hier ist es L halbe. Also es ist ein Drittel halbe, es ist ein Sechstel. Mit L wäre es eher den Wert da oben, wir werden es noch später rechnen. Also Delta HM wäre L halbe, sorry, L halbe mal Phi 1 gleich L halbe mal 1 durch 3L gleich ein Sechstel wieder. Und dann die Verschiebung des Knoten 2 in horizontaler Richtung, Delta H2 in horizontaler Richtung wäre dann L diesmal, genau. Es wäre grundsätzlich bis oben die horizontale Verschiebung hier, ich brauche den senkrechten Abstand dazu, es wäre bis oben L gedreht mit Phi 1 und um 1,0, genau, das wäre Delta H2. Delta H2 gleich L mal Phi 1 gleich ein Drittel dann. Genau, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch die Verschiebung des Punktes 2 und 1, aber diesmal in diese Richtung hier. Also diesmal in diese Richtung, also die Richtung der Schreckenlast. Also nicht mehr waagrecht, also waagrecht war für den Fall, wo die Schreckenlast eigentlich hier ist und so verläuft, also in horizontale Richtung. Aber jetzt, wenn es hier ist, schräg dazu, was brauchen wir da? Die Verschiebung des Punktes hier, dieses Punkt hier wäre so rum, orthogonal zur Richtung der Wandellast, also es interessiert uns nicht, könnten wir rechnen, aber es interessiert uns nicht, es wäre 0 dann an dieser Stelle. Und die Verschiebung des Punktes hier in Richtung der Wandellast, also was brauchen wir dafür? Senkrechter Abstand zwischen gesuchter Verschiebungsrichtung, das ist die gesuchte Verschiebungsrichtung, und den Hauptpol, was ist dieser Abstand? Es ist genau die Länge des Teilstabes dort, genau diese Länge. Wir haben L in Höhe und L nach links, also es ist Wurzel 2L, diese Länge. Genau, wie sollte ich diese Länge überhaupt bezeichnen? Es wird hier mit Phi 1 gedreht, es bewegt sich also ein kleines Stück nach oben. Phi 1, also Delta S2, S wie Schreck, wäre dann Wurzel 2L mal Phi 1 gleich Wurzel 2L mal 1 durch 3L, die L küssen sich weg, Wurzel 2 Drittel. Damit haben wir alles, was wir brauchen für diese erste Einflusslinie. Ganz links am Knoten 1 ist es erstmal 0, also da oben keine Bewegung in Richtung der Wandellast. Das Loslager kann sich nur nach links bewegen. Wie groß ist diese Bewegung, haben wir nicht mal berechnet, aber könnten hier, wir hatten diesen Abstand hier gebraucht bis zum Lager da. Wir haben einen Wert von 2 hier nach rechts und dann 2 nach oben. Also es wäre 2 Wurzel 2 mal
Also die Verschiebung hier ist 2 Wurzel 2 mal phi 1, also 2 Wurzel 2 L mal phi 1, also 2 Wurzel 2 durch 3. Das ist eigentlich die Verschiebung, die da auftritt, aber sie interessiert uns nicht. Also 0 dann am Knoten 1 als Verschiebung in Richtung der Wandellast, am Knoten 2 als Verschiebung in Richtung der Wandellast, wenn die Wandellast nach oben ist, also eine, als schräge Verschiebung haben wir Wurzel 2 Drittel, die Verschiebung wurde N. Entgegengesetzt der Wandellastrichtung auftreten, also negativ hier mit Wurzel 2 Drittel. Und dann direkt danach ist die Streckenlast jetzt waagrecht und wir wollen die horizontale Verschiebung des Knoten 2, es wäre ein Drittel. Ich vergleiche mal Wurzel 2 Drittel und ein Drittel. Okay, natürlich ein Drittel ist kleiner als Wurzel 2 Drittel. Also, aber diesmal in Richtung der Wandellast, es wäre nach links diese Verschiebung. Also positiv und die Wandellast wäre auch nach links gerichtet, positiv, ein bisschen kleiner. Also, das, also wir haben hier einen Sprung, wenn die Streckenlast nach oben ist, negativ mit Wurzel 2 Drittel, wenn es jetzt waagrecht liegt, positiv mit 1 Drittel. Dann kommt ein Knoten M mit einem Wert von 1 Sechstel, also die Hälfte halt, 1 Sechstel, machen wir das mal hier, ja, 1 Sechstel. Die Hälfte davon, dann kommen wir, also ein Sechstel, da sind wir noch offen, ja genau, da sind wir noch auf dem ersten Teil, auf dem ersten Körper, und auf dem rechten Körper hat es auch ein Sechstel ergeben, es muss nicht immer der Fall sein, wir dürfen auch wieder einen Sprung haben. Auf jeden Fall hat es ein Sechstel wieder ergeben, das war Knoten, das ist Knoten M. Also das war 1, das war 2, das hier ist M, dann kommen wir hier zu Knoten 3, was grundsätzlich der Hauptpol ist, also 0 Durchgang, der Punkt bewegt sich nicht, und dann der andere, da die Vertikalverschiebung Knoten 4 war wieder ein Drittel. Ist dieselbe Steigung. So, ein Drittel. Das ist Knoten 4. Und die Länge von 2 zu M ist das L halbe, dann L halbe nochmal, dann L eher. Also hier ein Sechstel, da 0, hier ein Sechstel. Entgegengesetzt von der Wandellast. Die Wandellast hier am Knoten 4 wäre nach unten gerichtet und die Verschiebung tritt nach oben auf. Also negativ, hier ist positiv, da ist auch negativ. Gut, das wäre dann die Einflusslinie für die Normalkraft an der Stelle M. Dann können wir weitermachen für die Einflusslinie für die Querkraft an der Stelle M. Selbe Vorgehensweise, wir setzen anstatt ein Normalkraftgelenk an dieser Stelle ein Querkraftgelenk. Also, ich zeichne das System wieder. Ja, machen wir es ein bisschen sauberer. Das System wird immer noch kinematisch nach der Lösung dieser Bindung. Sagen wir mal Folgendes. Ich definiere gedanklich hier unten eine gestellte Phase. Das wäre die positive Schnittufer. Ich sage mal, ich regle eine Querkraft war so. Dort an der positive Schnittufer, an der negative Schnittufer war es so. Dann werde ich hier meine Verschiebungen entgegengesetzt einsetzen. Also eine Verschiebung Delta 1, die dann eher so gerichtet wäre, eine Verschiebung Delta 2, die so umgerichtet wäre, so dass Delta 1 plus Delta 2 1 ergeben muss. Ich zeichne hier Delta 1 und Delta 2 entgegengerichtet, aber manchmal kann es sein, dass diese zwei Verschiebungen gleichgerichtet werden müssen.
Zum Beispiel hier wegen des Querkraftgelenks haben wir schon Phi 1 gleich Phi 2 und ich könnte jetzt zwei Hauptpole beide links von dem Querkraftgelenk haben, also bei derselben Seite, sagen wir mal oben oder beziehungsweise links. Das heißt, die beiden würden sich dann mit demselben Winkel nach hier, wir hatten eine Fläche und dann nach rechts. Ich hatte dann einfach einen bestimmten Delta, der größer ist als der andere. Und der Ansatz wäre ein bisschen anders. Es wäre eher ein Delta 1 zum Beispiel minus Delta 2 gleich 1. Je nachdem, welche Verschiebung größer ist. Also wenn der Winkel gleich ist, je nachdem, welcher Hauptpol am weiter entfernt ist von dem Querkraftgelenk, der hätte dann die größere Verschiebung. Also wäre dann diese Verschiebung minus der andere, sollte 1 sein. Also der Satz hier, Delta 1 bis Delta 2 gleich 1, ist grundsätzlich ein Unterschied, ist eigentlich der Verschiebungsunterschied zwischen beiden, der 1 sein muss. Also genau, der Unterschied zwischen beiden. Sie müssen nicht unbedingt entgegengerichtet sein. Also der Polplan sagt uns später noch, ob so eine Verschiebung von Delta 2 nach links überhaupt zulässig ist. Gut, also hier Körper 1, dann Körper 2, das da bleibt 2, 0, wie eben. Auf dieser Gerade hier sollte die 1 liegen. 1, 2 liegt nun ähnlich in dieser Richtung diesmal. Im Unendlichen bedeutet immer noch, dass wie 1 gleich wie 2. Ich lasse die Gerade 1, 2, also ein Polstrahl, der durch 1, 2 läuft, lasse ich durch 2, 0 hier laufen und auf dieser Vertikalen dann sollte auch die 1 liegen. Ich kriege dann einen Schnittpunkt. Hier oben, wo ist genau dieser Schnittpunkt? Schätzen wir mal, das da ist 45 Grad, haben wir heute gesagt, also L so und L hoch. Hier 90 Grad dazu, das heißt, hier habe ich wieder 45 Grad. Genau, 45, 45, das da, es sollte dann ein gleichschenkliges Dreieck sein, ja. Das heißt, der Punkt hier, wenn ich so die Höhe anzeichnen sollte, es sollte eigentlich die Mitte sein. Also die Länge hier ist dieselbe, die da ist. Also wie hoch ist das da? Es ist L, wissen wir. Das heißt, was da übrig bleibt, sollte auch L sein, weil es ein gleichschenkliges Dreieck ist. Wie schon gesagt, 45, 45 hier. Also es muss gleichschenklich sein. Die zwei Seiten hier sind gleich. Das heißt, die Höhe hier fällt genau in der Mitte dieser Länge hier. Und wenn der Abstand schon L ist, dann muss der andere auch L sein. Und genau, also wir wissen dann genau, wie hoch ist der Punkt. Da ist es 3L hoch. 1, 2, 3L. Und genau. Gut, damit haben wir alle Hauptpolen. Wir können dann sagen, wie sich das Ganze bewegt. Hier haben wir keine Situation mehr, wo Delta 1 muss 0 sein oder so. Also alle Flächen sind möglich, zulässig. Ja, wir werden Folgendes machen. Wir beschreiben die Verschiebung Delta 2 mit Hilfe von Phi 2. Delta 2 gleich hier, L halbe wäre es dann, L halbe mal Phi 2 und Delta 1 wäre, was ist der ganze Abstand da, L und dann L halbe, 5 halbe, L mal Phi 1 und die beiden Phi sind gleich, also das ist gleich um 1, gleich um 2, gleich um 3, also 2 und 3 in 1 führen dazu, also das Ziel hier ist, Phi grundsätzlich zu berechnen. Und dann die Delta, aber erstmal Phi. Also die da eingesetzt, was heißt es? Ich behalten wir erstmal Phi 2, dann können wir den unteren Teil fertig machen. Also ich behalte mal Phi 2, das heißt für mich, dass mein Delta 1 nichts anderes ist als 5 halbe L von Phi 1 im Prinzip, aber Phi 1 gleich Phi 2, also 5 halbe L Phi 2 plus Delta 2 plus L halbe Phi 2 gleich 1. 5 halbe plus L halbe, also 6 halbe, 3L Phi 2 gleich 1, Phi 2 gleich 1 durch 3L.
Wieder. Ohm gleich wie 1. Okay, damit kann ich dann sagen, wie sich alle diese Punkte hier bewegen. Delta 2 ist, so habe ich es gezeichnet, okay. Das heißt, der Punkt hier, dieser vertikale Teil, ich zeichne es hier zur Seite. So war es. Hier ist 2,0. Der da dreht sich schon um 2,0 mit einem Winkel Phi 2. Also die Verschiebung Delta 2 wurde hier schon angegeben. Damit ist Phi 2 auch eindeutig. Phi 2 ist im Gegenuhrzeigersinn. Und der Punkt dreht sich dann auch im Gegenuhrzeigersinn rund um 2,0. Die Verschiebung, die hier auftritt, die hatten wir die genannt, Delta V4, werden wir brauchen. Delta 2 hier ist grundsätzlich schon bekannt. Ne, ist noch nicht bekannt. Delta 2 ist noch zu berechnen. Delta 2, wie da oben geschrieben, Delta 2 ist L halbe mal Phi 2. Und wie groß ist Phi 2? 1 durch 3 L. Also 1 Sechstel ist Delta 2. Delta 1 können wir auch gleich rechnen. Delta 1 ist 5 halbe L mal Phi 1. Und Phi 1 ist ebenso 1 durch 3 L, also 5 Sechstel. Also wie ihr hier seht, die Verschiebung links und rechts des Querquadranten. Diesmal ist nicht dasselbe. Früher war es dasselbe. Es war 1 Sechstel, glaube ich. An der Stelle M, jetzt ist nicht dasselbe. Gut, also 1 Sechstel, 5 Sechstel. Gut. Weiter dann mit Gruppe 1. Welche Verschiebung brauchen wir noch? Die Verschiebung des Punktes hier. Wie hoch ist Phi 1 überhaupt? Phi 2 ist im Gegenuhrzeigersinn, das heißt Phi 1 ist auch im Gegenuhrzeigersinn. Das könnte man eigentlich ja schon erkennen, wenn Delta 1 so hoch auftritt. 1, 0, sagen wir mal da. L, nochmal L und L halbe. Dann kriege ich dazu dieser Teil hier. Gut. Ja, das ist 1,0. So, wie bewegt sich das Ganze? Der hier dreht sich ebenso rund um 1,0 mit einem Winkel Phi 1. Wir wissen wohl schon, wie sich der untere hier bewegt. Er kriegt ein Delta 1 und dieser Delta 1 haben wir schon berechnet. Es war 5 Sechstel. Der hier dreht sich auch mit Phi 1. Wie weit entfernt ist er von 1,0? 2L. Hier kriegen wir eine Verschiebung. Delta H2 nenne ich die. Es ist 2L mal Phi 1. Also 2L mal 1 durch 3L. Gleich 2 Drittel. Was brauchen wir noch? Die Verschiebung desselben Punktes hier. Aber quer zum Balken, also in Richtung der Wanderlast, wenn sie hier oben steht, dann würden wir den senkrechten Abstand brauchen zwischen die Verschiebungsrichtung, die hier und den Hauptpol. Es wäre wie bei der Fall A, Wurzel 2L die Länge sein, die wir mal Phi 1 wieder multiplizieren, um diese Verschiebung hier zu nennen. Delta Schräg 2 Wurzel 2L mal den Winkel Phi 1, 1 durch 3L. Also Wurzel 2 Drittel wieder. Und der Punkt hier ebenso bewegt sich nicht in Längsrichtung. Das kann sich nicht in Richtung der Wanderlast bewegen, beziehungsweise kann sich nicht in Richtung der Polschrei bewegen, nur senkrecht dazu. Also eine Verschiebung wäre der Abstand hier. Wie groß ist es? Wir haben gesagt hier L Wurzel 2, L Wurzel 2, L mal Phi 1. Eine Verschiebung in Längsrichtung. Also in dieser Richtung bewegt er sich, nach unten übrigens, bewegt er sich auch von Wurzel 2 Drittel. Ja, aber brauchen wir nicht, ne? Wir brauchen nur Verschiebung in Richtung der Wanderlast. Also, unsere Linie, wie sieht sie dann aus? Am Knoten 1 ist sie 0. Der Punkt hier bewegt sich nicht in Längsrichtung des, in Richtung der Wanderlast. Am Knoten 2 schräg bewegt sich dieser Punkt hier nach
oben entgegengesetzt der Wandelasrichtung, also ist wieder eine negative Welt mit Wurzel 2 Drittel. Dann, wenn die Wandellast waagrecht steht, bewegt sich derselbe Punkt nach rechts wieder mit 2 Drittel. 2 Drittel ist größer als Wurzel 2 Drittel, also Wurzel 2 ist 1,412, glaube ich. Also 1,41 auf jeden Fall und 2 ist 2. Also ein Stück größer, bleiben wir mal hier, das ist 2 Drittel. Und das da wird die 2 Drittel sein. Gut, dann Knoten M. Bei L halbe reimen wir im Körper 1. Wir sehen auf dem Körper 1 eine Verschiebung von 5 Sechstel. Ja, 5 Sechstel ist schon größer als 2 Drittel hier. Ich habe da ein kleines Problem. Was habe ich hier berechnet? Es war Wurzel 2 Drittel. Und dann hier. Okay, ja, gut, ja, passt. 5 Sechstel sollte noch größer sein als 2 Drittel. Oh, ich habe vielleicht eine schlechte Wahl hier gemacht bei der beim Maßstab. Auf jeden Fall 5 Sechstel ist dann noch größer als 2 Drittel. Und dann kommen wir zu 0, bitte. Also 5 Sechstel war noch links und dann rechts haben wir plötzlich in Richtung der Wandellast, denn bei Delta 2 war mit 1 Sechstel gut. 1 Sechstel hier zum Beispiel. Und dann L halbe später sind wir am Hauptpol, es ist 0 und dann bei Delta V4 1 Sechstel wieder, nehme ich mal an. Delta V4 haben wir nicht berechnet. Komisch. Also Delta V4 ist L mal Phi 2, L mal Phi 2, wie groß ist Phi 2? Ein Drittel, also ein Drittel. Genau. So. Ein Drittel dann. Ein Sechstel hier, 0 dort, Sechstel, Drittel. Negativ, positiv. Hier zwischen 2 Drittel und 5 Drittel ist auch negativ. Und da negativ. Genau, das ist unsere Einflusslinie für die Querkraft an der Stelle M. Gut, wir sind aber nicht fertig. Machen noch weiter an der Stelle. An derselben Stelle, wollen wir auch Momente betrachten. Also im Prinzip sollten wir da das Moment lösen. Also genau, Biegemomente grundsätzlich weglösen, indem wir ein Gelenk einsetzen und wir sollten wieder Verdrehungen entgegengesetzt der angenommenen Momentrichtung einsetzen und dieselbe Geschichte wieder machen. Diesmal müssen wir in der Aufgabestellung diese Informationen aus einer FEM auf einem FEM-Programm benutzen. Stab 2D ist das Programm. Zur Berechnung der Einflusslinie liegen bereits Ergebnisse aus Stab 2D vor. Nutzen Sie diese zum Erstellen der Einflusslinie. Andere Verfahren werden nicht berücksichtigt. Okay. Hier wurden die Verschiebungen so eingesetzt. Genau, das heißt, es wird grundsätzlich angenommen, dass die Momente jetzt mal so rum waren. Also ein anderes Blatt. Hier sind wir fertig. Es wird grundsätzlich angenommen. Dass die Momente auf dem Körper 1 erstmal so waren. Genau, und dann haben wir Phi 1 und Phi 2 eingesetzt. Okay, hier Phi 1 ist, 1 ist der Körper 1, ist der untere Körper, aber bei uns war der untere Körper eigentlich 2, aber ist egal, die Verschiebungen da auf dem unteren Körper sind dann entgegengesetzt, so rum. Also hier Phi 1 für mich und so rum Phi 2. Und dann sollten wir eigentlich
zeigen, wie sich das Ganze verformt und so. Und dann Verschiebungen entgegengesetzt davon. Also der da, wie er sich dreht rund um den Hauptpol hier. Der da, wo wäre sein Hauptpol? Das da wäre 2-0, 1-2, auf derselben Linie sollte 1-0 liegen, also der Schnittpunkt dort ist 1-0, also wenn dieser Punkt hier sich bewegt, dreht er sich eigentlich rund um 1-0 mit einem Winkel phi 1, das heißt, der hier bewegt sich auch als Drehung rund um 1-0 mit phi 1 und die gesamte Verschiebungsfigur sieht ein bisschen so aus, der Punkt hier bewegt sich auch nach links. Gesamtverschiebungsfigur sieht ein bisschen so aus. Was grundsätzlich hier schon gezeichnet wurde. Ich habe es nur extra gemacht. Es ist nicht, was wir hier machen müssen. Hier, unsere Aufgabe ist grundsätzlich, das Bild hier zu erkennen, was man hätte machen müssen, was schon gemacht wurde und welche Werte man überhaupt braucht. Was brauchen wir? Verschiebungen in Richtung der Wanderlast. Die Wanderlast läuft erstmal hier so quer zum Balken und dann auf den vertikalen Stab hier auch quer zum Balken und auf dem waagerechten Stab auch vertikal nach unten, also immer noch quer zum Balken. Also einerseits brauchen wir an der Stelle 4 hier die Verschiebung, die vertikale Verschiebung. Sie wird hier angegeben. Wir haben da drei Zahlen. Und wie funktioniert überhaupt das Programm? Hier sind die drei Koordinaten, die vom Programm überhaupt ausgegeben werden können. Der erste Wert sollte der x-Wert sein. Der zweite sollte der UZ-Wert sein. Aufpassen, UZ ist positiv nach unten und der dritte Wert sollte die Verdrehung sein, positiv in Uhrzeigersinn. Also, was brauchen wir? Delta V4, Verschiebung Delta V4 ist minus 0,833. Was heißt das? Der zweite Wert hier, minus 0,833. Z ist positiv nach unten, wenn Sie Minus sagen, das heißt, es ist ein Wert, der nach oben geht. Also minus 0,83 nach oben. Ich mache hier so einen Pfeil, um zu sagen, grundsätzlich nach oben ist diese Verschiebung von 0,833. Was brauchen wir noch? Die Verschiebung des Knoten M in horizontaler Richtung. Was haben wir? Also in X-Richtung minus 0,417 Delta HM ist minus 0,417. Positiv ist es nach rechts, das heißt hier ist eine Verschiebung nach links, die da auftritt insgesamt. Die Verschiebung von Knoten 2 in horizontaler Richtung brauchen wir für, wenn die Last hier ist. Also Delta H2, wie groß wäre es? Minus 0,333. Das heißt eine Verschiebung nach links. Und wenn die Kraft jetzt schräg ist, wie groß ist sie? Es wird ein bisschen tricky, weil wir haben hier nur die Horizontalverschiebung und in Z-Richtung ist es 0. Das heißt, wir müssen es im Prinzip selbst berechnen. Beziehungsweise, natürlich können wir es auch mit dem Winkel, denn die Verdrehung kennen wir hier. Ja, wir könnten es eigentlich, also wir haben zwei Möglichkeiten dafür. Entweder benutzen wir die Verdrehung, die hier 0,167 ist. 0,167 ist die Verdrehung vom, sagen wir mal, Körper 1 für uns. Und den senkrechten Abstand zwischen dieser Punkt hier und der Hauptpol wäre wieder unsere Wurzel 2L. Aber um es überhaupt zu wissen, braucht man schon die Polplankonstruktion. Deswegen ist diese Methode vielleicht nicht ganz zulässig, weil im Prinzip sollten wir die Polplankonstruktion nicht mal durchführen. Also Wurzel 2L mal Phi 1, und das ist die Verschiebung, die wir suchen. Also 0,167, das ist Phi 1, und Wurzel 2L, also mal Wurzel 2 mal L, wie groß ist L?
L ist nicht gegeben, also machen wir alles in Alpha von L. Gut, es wäre 0,167 mal L. Also Wurzel 2 mal 0,167. Es ergibt 0,236L. Das wäre eine Methode. Die andere Methode ist, wir sehen, okay, welche Verschiebung tritt da überhaupt an Knoten 2 auf? Ist eine Verschiebung von 0,33 in horizontale Richtung. Und jetzt wollen wir diese Verschiebung unterteilen, um zu wissen, welcher Anteil wird, haben wir in Querrichtung, also quer zur Balkenrichtung, und welcher Anteil in Längsrichtung dieses Teilstabes, also ich rede von dem schrägen Stab hier. Also das da wäre quer zur Balkenrichtung, das hier wäre in Längsrichtung des Balken. Hier haben wir einen 90 Grad Winkel. So und so, genau. Und der Winkel ist, okay, hier ist es ganz leicht, es ist 45 Grad hier und 45 Grad dort. Ich will dann wissen, welche Verschiebung überhaupt da auftritt. Dann ist es, genau, diese Verschiebung ist dann kleiner als die gesamte Verschiebung, die hier auftritt. Die Gesamtverschiebung ist 0,33, also die Verschiebung, die dort auftritt, ist 0,33 mal Sinus 45, beziehungsweise mal Cosinus ist hier egal, aber die Seite wäre eigentlich 0,33 mal Sinus 45, 0,33 mal Sinus 45, also 0,33 mal Wurzel 2 halbe gleich 333 mal Wurzel 2 durch 2 gibt uns genau, also wieder 0,23. Hier habe ich 5 eigentlich, aber es ist nicht dasselbe, mal L. Gut, also das ist, wir können die Methode oder die anwenden. Und wie hoch ist eigentlich diese Verschiebung? Sie ist hier, also in Querrichtung des Balken, sie tritt eigentlich nach unten auf, die Verschiebung hier. Genau. Sie tritt nach unten auf. Also ich schreibe nach unten, ich zeichne es einfach so mit dem Pfeil. Und damit können wir später erkennen, ob die Einflüsse hier positiv ist oder negativ. So, zeichnen wir es dann. Wir haben schon lang genug dafür gebraucht. Ganz links da Knoten, ich weiß es noch, Knoten 1 ist immer noch 0, also keine Verschiebung in Längsrichtung da. Am Knoten 2 in schrägen Richtung haben wir die 0,235 schräg nach unten, also positiv. Letztendlich 0,235 oder 6, egal. Schreiben wir mal 6. Das klingt schöner. Dann, genau, wenn die auf immer am Knoten 2, wenn die Last jetzt waagrecht wiegt, dann die minus, also 0,33 nach links, und die Kraft würde auch, die Wanderlast würde auch nach links wirken, also positiv mit 0,33, das ist größer als 0,236. Also ein kleines Stück da nach oben, vielleicht zu viel, aber 0,333. Und dann kommen wir am Knoten, am Gelenk, mein ich, am Gelenk haben wir eine Verschiebung nach links, immer noch in Richtung der Wanderlast von 0,417, größer also, okay, 0,417, dann kommen wir zum Hauptpol, da ist es 0, und dann am Knoten 4 haben wir 0,833, wow, so. Ja, also Niada bis zu 0,236, dann ein Sprung zu 0,333, dann weiter zu 0,417, dann linear zu 0, genau, linear zu 0
und dann weiter mit derselben Steigung, weil es geht hier um denselben Körper. Hier ist es L halbe für 0,417 und da ist es insgesamt L für 0,417 mal 2, also die 0,833 eigentlich. 0,833, genau, und das ist die Einflusslinie für das Moment an der Stelle M. Gut, und damit sind wir fertig. Also hier ist es negativ, da positiv, positiv, positiv. Und was die Einflusslinie bedeutet, haben wir schon in der Theorie da behandelt. Also grundsätzlich, wenn eine Last mit der Größe 1 kN zum Beispiel an der Stelle, das ist die Stelle M hier, an der Stelle M angreift, dann habe ich an der Stelle M einen Moment mit dem Wert 0,41, in dem Wert 0,417 mal den Wert der Last, die dann da angreift. Beziehungsweise, wenn eine Kraft eher hier bei 1 eingreift, ich habe dann an dieser Stelle ein Moment von 0. Wenn eine Kraft 1 hier an der Stelle 4 angreift, habe ich hier an der Stelle M ein Moment von minus 0,833 mal der Wert der Last, also mal 1 zum Beispiel. Und wenn ich minus sage, beziehungsweise plus, es hat mit diesen Annahme hier zu tun, diese Vorzeichen, diese Richtungen der Momente wurden angenommen. Wenn ich positiv sage, das heißt, es liegt tatsächlich so. Das heißt, auf dem oberen Teil habe ich tatsächlich so einen Moment, auf dem unteren Teil so einen Moment. Wenn ich positiv sage, das heißt, es wirkt mit dem Wert, wie vorher berechnet, mit diesen Richtungen hier. Wenn es negativ ist, das heißt, es wirkt andersrum. Okay, gut, das war's dann für Aufgabe 3. Und wir machen dann mit welcher Aufgabe da können wir dann weitermachen? Ist das überhaupt? Dann machen wir mal weiter mit Aufgabe 2 wieder. Einfließen hier machen wir jetzt mal was anderes. Machen wir mal weiter.